Was wäre, wenn unser Körper seine eigene Medizin herstellen könnte? Was wäre, wenn wir ihm dazu nur noch das richtige Rezept geben müssten? Hier im Technologiezentrum Tübingen arbeitet die Firma CureVac daran, mithilfe von Messenger-RNA eine völlig neue Art von Medikamenten zu entwickeln. Sowohl prophylaktisch gegen gefährliche Viren, als auch therapeutisch gegen Tumorerkrankungen. Das Ziel, durch eine Injektion von genetischen Informationen, beispielsweise zu einem Tumor, den Körper selbst gegen die Bedrohung von innen auszurüsten. Krebszellen entstehen dann, vor allem bösartige Krebszellen, wenn das Immunsystem nicht in der Lage ist, sie nochmal zu erkennen, sich zu unterscheiden von den natürlichen Zellen und praktisch den körpereigenen Zellen und jetzt diesen mutierten Zellen. Und jetzt ist der Grund, warum man eine Vakzinierung macht, ist, um das Immunsystem nochmal genau scharf zu schalten und sagen, nee, auch selbst wenn dir so eine Krebszelle einen Ausweis vorhält, ja, der so ähnlich aussieht, wie du das gewohnt bist, der ist trotzdem gefälscht. Ja. Er schießt diese Zelle trotzdem. Und das ist genau das, was wir da machen. Die Aktivierung des körpereigenen Immunsystems ist der Schlüssel dazu. So trägt zum Beispiel jeder Tumor bestimmte Merkmale, sogenannte Antigene, die ihn identifizieren. Mithilfe dieser Antigene können die Forscher einen Steckbrief des Tumors erstellen. Die Messenger-RNA wird mit den entsprechenden Antigenen kodiert und dem Patienten als Wirkstoff injiziert. Die so an die Körperzellen übermittelte Information versetzt den Körper in die Lage, die Zellen zu trainieren und seine eigene Verteidigung gegen den Tumor aufzubauen. Klinische Studien bei Prostata- und Lungenkrebs zeigen bereits Erfolge, ohne die sonst bei Krebsbehandlungen üblichen Nebenwirkungen. Wir haben gegen alle Antigene, die wir appliziert haben, Immunantworten feststellen können. Also gab es keins dieser Antigene, Bestandteil unserer Vakzine, die ausgefallen sind. Im Rahmen der Patienten, die wir messen konnten, waren die Immunantwort bei 80% der Patienten. CureVac ist es als erstem Biotechnologieunternehmen gelungen, Messenger-RNA therapeutisch zu nutzen. Denn lange galt sie als viel zu instabil für eine Anwendung im medizinischen Bereich. Das stabilisierte Molekül entpuppt sich inzwischen als wahrer Alleskönner. Denn jedes Antigen kann auf die mRNA kodiert werden. Auch prophylaktische Impfstoffe, zum Beispiel gegen Grippe, lassen sich so herstellen. Der große Vorteil? Ihre hohe Temperaturstabilität und der schnelle Produktionsprozess. Wo bislang eine kontinuierliche Kühlkette erforderlich war, kann der neue Impfstoff heute problemlos bei Raumtemperatur gelagert werden. Auch die Wirksamkeit ist nachweislich verbessert, denn im Gegensatz zu den meisten Impfstoffen erzeugt RNActive eine umfassende und starke Immunantwort. Ein Vorteil der RNA ist auch die Schnelligkeit der Produktion. Also das ist ja ein synthetischer Impfstoff, das heißt, wir brauchen nur die Sequenz. Ja? Und wenn wir die haben, dann kann man den Impfstoff eigentlich relativ schnell bauen. Innerhalb von 6 bis 8 Wochen ist eigentlich von der Sequenz ein Impfstoff da, der in die Apotheken gehen könnte. In der hauseigenen Produktionsanlage kann jeder beliebige Wirkstoff innerhalb kürzester Zeit hergestellt werden. Das Besondere dabei, die Anlage kann an einem Tag zum Beispiel ein Mittel gegen Influenza, an einem anderen eines gegen Krebs produzieren. Doch es geht noch weiter. Auch wirksame Immunstimulantien lassen sich auf mRNA-Basis herstellen. Dabei wird das körpereigene Immunsystem durch Stimulation gegen feindliche Erreger gerüstet. Die hierfür verwendete RN-Adjuvant-Technologie kann die Wirksamkeit einer Vielzahl von verschiedenen Impfstoffen nachweisbar erhöhen. Das ist ja eigentlich die Zukunft, ja? Den Körper einfach eine Information zu geben, wie er sein Medikament bauen kann. Ideal für individualtherapeutische Ansätze und vor allem, was besonders erfreulich ist, gar nicht mal so teuer. CureVac ist es gelungen, eine Technologie zu entwickeln, mit deren Hilfe man schwerwiegende Krankheiten bekämpfen kann. In Zukunft könnten völlig neue Therapiemöglichkeiten entwickelt und unzählige Leben gerettet werden.